Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe mal wieder den Spin-Art-Designer hier. Ich hatte euch ja schon angekündigt, ich werde ein weiteres Kleid designen. Und zwar, ich habe mal in die Kommentare geschaut, also viele wollten, dass ich das Weiße designe, viele wollten, dass ich das Lilafarbene designe und ich glaube, ein paar mehr wollten eben das mit dem Lilafarbenen und deswegen geht es jetzt heute mit dem Lilanen rund im Kreis im Spinart Designer. Das Kleid muss ich jetzt erstes hier drauf spannen und dann kann es auch schon direkt losgehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo vorne und wo hinten bei dem Kleid ist, aber ich glaube, das können die Barbies von beiden Seiten tragen. Es gibt ja keinen Reißverschluss oder so, sondern es ist einfach so zum Drüberziehen. Deswegen, ich werde das jetzt einfach mal so machen. Man muss natürlich immer die Oberseite nach vorne legen, nach oben legen. Sei denn, man möchte vielleicht auch auf der Rückseite mal was gestalten. Bei diesem Kleid kann man das ja gut. Bei dem anderen pinken, da war das hinten so ein bisschen anders ausgeschnitten. Aber gut, könnte man natürlich auch designen. Ist eine Idee, Vorder- und Rückseite zu gestalten. Vielleicht auch unterschiedlich. Also von vorne ein Muster, von hinten ein anderes Muster. So, lila habe ich jetzt schon mal drin und jetzt muss ich mich mal entscheiden, welche Farben ich heute nehme. So lila-gelb mag ich nicht so gerne zusammen. Deswegen werde ich jetzt hier blau und pink dazu geben. Und beim letzten Mal war das hier so, dass da so Partikel irgendwie noch drauf waren. Hinterher, als es getrocknet war, war das in Ordnung. Aber das erschien mir schon ein bisschen komisch. Deswegen werde ich die Farben jetzt nochmal ganz besonders gut schütteln. Also ruhig 3 Minuten erstmal richtig, richtig gut schütteln. Wenn die Farben richtig gut durchgeschüttelt sind, sieht das hier unten auch ganz gut aus. Also ich glaube, das hat was gebracht. Und jetzt wird das Ganze geschlossen. Ich mache eine Testdrehrunde. Ja, funktioniert noch gut. Hier ist noch ein bisschen Farbe vom letzten Mal. Und ich glaube, ich fange mal als erstes mit Pink an. Hier ist auch nochmal abgebildet, dass man das gut schütteln soll. So, ich drehe hier und tropfe ein bisschen pinke Farbe rein. Ich habe jetzt einmal hier in der Mitte reingetropft und dann etwas weiter außen noch. Ich lasse es jetzt einmal ausrollen, mal schauen, was dann passiert ist. Wie es dann aussieht. Das sieht anders aus, als ich gedacht hätte. Ich öffne das mal und zeige es euch. Einmal rausholen. Also hier unten sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, aber hier in der Mitte sind jetzt einfach zwei so komische Tropfen, die nach außen fließen. Aber das hier oben sieht auch wieder cool aus. Ja, dann mache ich mal weiter. Ruhig noch ein bisschen mehr Pink hier in der Mitte, das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Also wieder schließen. Noch eine Testdrehrunde und ich tropfe hier in der Mitte wieder ein bisschen Farbe rein. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt aussieht. Also das ist immer wieder eine Überraschung hier mit diesem Spin Art Maker. Aha, okay. Jetzt sieht es irgendwie aus. Also ich sehe da ehrlich gesagt so ein Auge oder so. Ich hole es nochmal wieder raus. Ein sehr komisch geschminktes Auge mit einer Pupille und dann so diesem Augapfel und dann nach oben und nach hinten so ein paar Wimpern. Na gut, vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Muster. Ich glaube, ich mache mal mit Blau weiter. Ich kann ja zur Not gleich nochmal wieder ein bisschen Pink reintropfen. Aber jetzt erstmal ein bisschen Blau, nochmal wieder ein bisschen schütteln. Hat jetzt ja ein bisschen gedauert, vielleicht hat sich das schon wieder abgesetzt. Deckel zu. Und das dreht sich auch wirklich nur, wenn der Deckel zu ist. Na, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr spaßig, so Kleider zu designen. Ich glaube, das sieht jetzt echt cool aus. Das Blau ist diesmal auch viel leuchtender als letztes Mal. Ich glaube, das mit dem Drehen war echt gut. Nicht drehen, sondern schütteln natürlich. Wow, das sieht echt super cool aus.
Das gefällt mir jetzt richtig gut. Aber ich überlege, noch ein bisschen mehr Pink jetzt hinzuzufügen, weil jetzt ist Blau noch mal so da drüber. Und wenn jetzt hier innen noch mal ein bisschen mehr Pink wäre, vielleicht dann auch mal was, was in die andere Richtung so ein bisschen läuft. Ja, noch ein bisschen mehr Pink. Ich setze das mal hier wieder in die Mitte. Und Deckel drauf. Nochmal gut schütteln. Farbe parat und ich habe jetzt ein bisschen mehr Farbe, glaube ich, reingetropft als vorhin. Boah, das ist so spannend immer. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich würde das dann immer gerne schnell direkt stoppen, damit man reingucken kann. Und yeah, das sieht super cool aus. Ich glaube, so lasse ich es. Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Es muss natürlich jetzt erstmal wieder trocknen. Hinten, oh, sogar ein bisschen was bis hinten hingekommen diesmal. Aber vorne dieser kleinere Kreis und dann dahinter dieser größere Kreis. Echt cool. Ja, wie findet ihr das Kleid? Meint ihr, Barbie wird das gut stehen? Das könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht habt ihr noch weitere Ideen, wie ich vielleicht noch was designen soll, was ich noch ausprobieren soll, vielleicht mit dem weißen Kleid, vielleicht mal weiß und gelb oder weiß und pink. Es hatte auch jemand vorgeschlagen, die Farben zu mischen. Das kann ich natürlich auch machen, dass ich erst in irgendeinem Gefäß die zusammenmische und dann die neue Mischung mit einer Pipette oder so da reintropfe. Das wäre auch eine coole Idee. Also wenn ihr sowas noch sehen möchtet, einfach unten in die Kommentare schreiben. Oh, meine Finger sind auch ganz bunt. Sonst gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut auch unsere anderen Videos, zum Beispiel, wie ich das letzte Kleid mit dem Spinart-Designer designt habe oder wie ich die Farbe da ausgewaschen habe. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!